Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brilli baut. Ja, was steht an? Es steht an, der böse, böse Nether steht an. Ich habe schon mal, wir haben in der letzten Folge zusammen, was rede ich eigentlich? Ich habe schon mal, ich habe gar nichts. Gott, dieses Haus. ja, wir haben schon mal alles Wichtige abgelegt. Wir haben jetzt nur das Notwendige mit. Und ja. Ich habe Angst. Ich habe immer Angst, wenn man in den Nether geht. Es kann auch sein, dass er einfach richtig kacke ist. Also es gibt gute Nether, wo man erstmal in einer ruhigeren Region startet und ausgesetzt wird. Und es gibt Nether, da ist direkt Rambazamba. Oh Gott. Bitte, lasst mich leben. Lasst mich leben. So, da wären wir. This is the Nether und ich höre direkt einen Guest. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hört ihr es? Das ist ein Guest. Ihr werdet ihn noch früh genug sehen. Ich hoffe, ich sehe ihn nicht. Ich will ihn nicht sehen. So, sehen wir sonst noch irgendwas? Warte mal. Ja, ich toppel gerade. Also, es sind gerade jetzt keine Gegner in der Nähe. Zumindest nicht in der unmittelbaren Nähe. So. Aha. Also, das ist neu. Neu. Neu für mich. Und zwar... Hier das. Nether Sulfur Ore. Nether Coal Ore. Also hier gibt es Nether Gold Ore. Also hier scheint es... Wow. Wir müssen mal den Strom da stoppen. Hier scheint es Ores zu geben. Nether Ores. So, das sind Nether Racks. Das ist quasi Cobblestone aus dem Nether. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob... Nein. Nein, lasst mich. Was war das denn, ey? Sulfur Cloud. Da sollte man wahrscheinlich nicht mit dem Kopf rein. Kann ich sogar mitnehmen. Wo war ich jetzt gerade? Netherrack. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem Zeug dann vielleicht diesen Nether-Dingsbums da, Nether Ward pflanzen kann. Keine Ahnung. Ich nehme mal ein bisschen was mit. So, und jetzt, ja. Glowstone, meine Leute. Ist das da? Das helle. Was natürlich der Name schon sagt. Da hinten. Ja. Wo sollten wir da am besten hin? Vielleicht auch einfach da. Dann müssten wir noch was Netherrack farmen und dann mal da hochsteigen. Das geht natürlich. Das ist gut am Netherrack. Der geht ziemlich schnell kaputt. Was haben wir hier? Silberohr. Kann man ganz normal mitnehmen, offensichtlich. Ich weiß aber nicht, ob man den ganz normal rein einschmelzen muss. Das ist natürlich die Frage. Da, Sulfur. Ja, was ist der? Sulfur ist doch Schwefel. Ja, ich nehme jetzt mal nicht so viel Sulfur mit. Ich weiß nicht, wie viel Schwefel brauchen sollte. Zumindest derzeit. Ferrus gibt es ja also auch. Also hier scheint es die ganzen normalen Metalle offensichtlich auch hier zu geben. Und ich muss auch mal sagen, wir haben gerade. Eieiei. Wir haben gerade relativ viel Glück mit dem Nether-Start. Denn hier ist nicht so viel los. Wir haben zwar einen Guest gehört, aber der scheint sich irgendwie jetzt hier nicht in der unmittelbaren Nähe zu befinden. So, ich glaube, wir haben genug, um bis da hochzukommen. Ist da Lava? Nee, da haben wir auch relativ viel Glück. Dann mache ich mir mal gerade hier... Kann natürlich sein, dass der Guest jetzt hier irgendwo gleich aufkreuzt und mich hier runterschießt. Das ist natürlich dann nicht so toll. Aber wir sind zum Glück einigermaßen nah an unserem... Da unten, da ist ein... Warte mal, ist das jetzt getoggelt? Da, jetzt sehen wir ihn. Da ist irgendwas. Ich weiß gerade nicht, was das sein soll. Wahrscheinlich ein Zombie-Pigman. Da unten sehe ich auch, glaube ich, einen. Da, seht ihr ihn? Das ist ein Zombie-Pigman. Das, also ein Zombie-Schweinemann. Die können böse werden. Ich glaube, wenn man sich schlägt und wenn man unmittelbar in unmittelbarer Nähe was so ein Metall abbaut, also zumindest Nether Quartz, dann werden die aggressiv und strömen in Horden auf einen zu und schlagen ein. also das sind nicht gerade nette Gesellen. Aber solange man sie nicht schlägt, tun sie einem nichts.
Zumindest meine ich das. Zumindest war das so. Es kann natürlich sein, dass das hier in Monster komplett anders ist. So, jetzt machen wir hier eine kleine Plattform und dann können wir uns hier mal. Da ist das gute Zeug. Ja, das kann man das halt auch als Lampen benutzen. Klar. Und ja, das gibt es nur im Nether. Ja, und wir können es, glaube ich, schon herstellen, ne? Ich glaube, das war doch, war das Tier 2 von unseren Essence-Gedöns? Das werden wir auch tun. Weil ich habe keine Lust, hier im Nether das die ganze Zeit abholen zu müssen. Und wir brauchen davon wahrscheinlich allein für Deko-Zwecke einiges. Und von daher kann man das natürlich sehr gut dann anpflanzen. Ist doch, glaube ich, ein Essence-Ding. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich höre den Guest. So, warte mal. Hier sind wir. Hier können wir runter, oder? Schnellstens runter, bitte. So. Okay. Die sind ganz normal, geben also ganz normal Mimmigkeit und Essences. So, hier am Tor machen wir das mal wieder auf. Füllen wir das auf. Ja, wir müssen mal Cobblestone hier mit hinnehmen. Weil Cobblestone, glaube ich, können die im Nether nicht kaputt machen. Ja, der Netherrack, der fliegt uns um die Ohren. Aber Cobblestone können die, glaube ich, nicht mit ihren Geschossen die Gäste und so kaputt machen. Das heißt, wir machen um unser Tor, unser Nether-Tor, machen wir am besten ein kleines Cobblestone-Haus oder so. Alter, wie hoch geht denn das? Ich will hier den Lavastrom mal ausmachen. Siehst du, da ist jetzt irgendwas. Das ist, glaube ich, ein Zombie-Pigman. Alter, muss das sein? Oh wei. Alter, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Ey, das gibt's echt nicht, wie viel Glück ich habe. Das ist ja unfassbar. Ey, wieso geht denn das jetzt wieder da lang? Alter. Ja, Jen. Halt die Klappe. Ich weiß, ich hab Glück. Was für welches, ey. Richtig gut. So, das ist wieder Sulfur. Nehme ich jetzt nicht mit. Ach komm. Ja, Iron wäre nicht schlecht, liebe Leute. So, dann hätten wir den Lavastrom hier mal abgebrochen. Quarz, da, Nether Quarz. Das ist das normale Nether Quarz, ja. Das brauchen wir. Damit können wir unser Schwerter mal upgraden und das brauchen wir auch für andere Dinge. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir es primär für unser Schwerter jetzt verwenden sollten. Aber man kann es ja mal mitnehmen. Sag mal hier, hörst du mal, gehst du mal, was ist denn das? Na doch, er geht langsam runter. Was ist das da? Ist das Iron? Ach, hier gibt's ja richtig was zu entdecken im Nether. Das war früher nicht so. Da gab es nicht viel. Muss immer aufpassen. Kann aus jeder Ecke irgendwas Unerwartetes auftauchen. Da ist das Zeug. Mal gucken, was ist das? Copper. Copper. Copper also auch da. Also sieht wohl so aus, als wären es alle Metalle, die es bei uns gibt. Halt auch in Netherform. Das gefällt mir. Das heißt, man hat noch eine Möglichkeit, an Dinge heranzukommen. Nur Iron haben wir noch nicht gesehen. Das scheint wahrscheinlich wieder Coal. Das scheint wahrscheinlich wieder übelst rar gesät zu sein. Hier ist es schon in manchen Ecken doch ziemlich düster. Da ist irgendein Baum. Ja. Guck mal hier. Wir hätten gar nicht uns hochbauen müssen. Ah, jetzt keine Fackeln mehr, ne? Lass mal eine da, sonst ist es ja dunkel wie Soul Sand.
Davon können wir auch was mitnehmen. Vielleicht wächst das da drauf. Diese Nether Ward. Ich habe jetzt auch noch keine so eine Nether Ward gesehen hier. Ihr? Ja, auch nicht, ne? Ihr auch nicht. Ja, das da sind auf jeden Fall Zombie-Pigmen. Wie gesagt, sie sind nett, glaube ich. Solange man nichts in ihrer Nähe abbaut. Mal testen. Okay. Die haben auf jeden Fall einen Sound. Ja, da kommt schon gleich einer auf mich zu. Nicht sicher. Doch, das fühlen die nicht. Ich höre es doch. Und da kommt auch irgendwas. Die sind doch böse, oder nicht? Die haben es auch nicht abgesehen. Kommen nur hier irgendwie nicht hoch, glaube ich. Scheiße. Da kann ich jetzt gar nicht leiden. Was macht mich denn da kaputt? Was? Das ist eine Wisp. Ich glaube, es war die Wisp. Da. Und da ist der Guest. Seht ihr ihn auf der Minimap? Irgendwo da hinten. Scheiß Wisp. Lass mich nach Hause, lass mich nach Hause. Genug, genug. Huh! Okay, wir müssen das einzäunen. Kann sein, dass es mir jetzt folgt oder so. Oh, ey, das war aber jetzt wieder ein Schock fürs Leben, ey. Das sage ich euch aber. Was haben wir denn jetzt? Wir haben Netherrack, wir haben Soul Sand, wir haben hier so ein paar Sachen. Ja, damit müssen wir jetzt natürlich testen, ne? Können die in den Ofen, können die in den Macerator? I don't know. Erstmal hier. Das kann alles so normal weg. Sulfur Cloud, ja, keine Ahnung. Das kann auch erstmal so weg. So, Silber Nuggets. Ach ja, komm, eine Torch, scheiß drauf. So. Und das hier sind alles, ne? Gold, Ferrous, Sulfur, Silver, Copper, Nether Coal. Gut, dann schauen wir mal. Was haben die denn hier noch zu tun? Was ist denn hier drin? Ach so, von unserer Mining Session noch. Ist natürlich nicht so gut. Wir brauchen mehr Upgrades. Mehr Upgrades. Wir produzieren also noch Glas. Vielleicht sollten wir mal aufhören mit dem Glas. Ja, nur noch ein K. Reicht, glaube ich, aber trotzdem. Kobbel in den Ofen dann. Das machen wir mal. So. Wo war das? Na? Was ist das denn hier? Kobbel? War das Kobbel? Nein. Ach so, ich muss Kobbel reinlegen, ne? Das muss, läuft er jetzt? Ja, läuft er momentan hier oben lang und es soll runter. Direkt in den Ofen. Das heißt, ich muss es ja reinlegen. Und zwar hierhin. Ich habe aber jetzt keiner mit. Ja, da müssen wir uns mal einen holen. So. Und da rein. Nein, da. Ja. Okay, Kobbel ist drin und hier ist ein. Das nehmen wir mit. Und wenn es nur ein Block ist, ist mir scheißegal. Und hier ist nämlich halt. Nehmen wir auch mit. So. So, okay. Dann werden wir jetzt wieder Stones machen. Reguläre. Zack, zack, zack. Okay. Wie sieht's aus? Hier ist einer fertig. Dann mal gucken. Kann das da rein? Es kann da rein. Was kommt da raus? Bin ich mal gespannt. Wir müssen Upgrades machen. Overclocker. Wird mal wieder Zeit für eine Runde hier, die Macerator. Direkt mal draufklicken hier. Da. Vier Kohle! Aus einem so Ding! Ist das krass? Das ist ja richtig viel. Also, das ist nicht schlecht. Vier Kohle. Das ist also allem vier Ferrous Ore hier raus. So, das wäre natürlich
richtig übel gut. Mal hier rein da. Also es kann auch rein. Alles, was reinkommt, können wir da mal hin. Ist der Timer abgelaufen? Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Nicht jetzt. Nicht hier. Ah, komm. Was kommt da raus? Oh! Vier Pulverized Ferrous Metal. Okay. Jetzt muss ich aber gerade mal gucken. Ferrous Metal, kommt das auch, wenn man Ferrous Ore da reinschmeißt? Ferrous Metal raus? Nicht sicher. Das werden wir ja sehen. Gut, Leute, dann machen wir in der nächsten Folge weiter, testen wir die anderen auch noch. Aber vier, dass da vier rauskommen, ist schon mal richtig krass gut. Würden wir richtig viel Iron kriegen können. Gut, bis zur nächsten Folge, das wäre morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao, Leute.